Wir sind heute beim IFA Media Briefing und Sie werden sich fragen, IFA Media Briefing, noch nie gehört. Ja, können Sie vielleicht auch gar nicht, weil das eine Informationsveranstaltung für Journalisten ist. Hier werden die Journalisten schon mal vorgebrieft, was auf der nächsten Funkausstellung alles so an wichtigen Dingen, also an Neuheiten präsentiert wird. Und ja, wir werden uns heute bei den einzelnen Ständen von den Herstellern mal umschauen. Für uns ist das hier der Vorteil, wir können einfach mal in Ruhe fragen, ohne dass Sie, wertes Publikum, uns im Rücken sitzen und ja, wir keine Ruhe zum Fragen haben. Ich habe jetzt Ralf Hansen hier vor unserem Mikrofon am Panasonic-Stand. Ja, der Smart TV, das war im letzten Jahr schon mal ein bisschen ein großes Thema, aber in diesem Jahr noch umso mehr. Ja, also Smart TVs setzen sich mehr und mehr durch. In diesem Jahr liegt das Hauptaugenmerk eigentlich nicht darauf, so noch mehr Geräte in den Markt zu bringen, sondern dass die Leute es auch nutzen können. Ich denke, das ist heute auch bei verschiedenen Präsentationen klar geworden. Viele Leute haben zwar eine ungefähre Vorstellung, Smart TV, da muss ich meinen Fernseher irgendwie mit dem Internet verbinden. Viele machen es aber noch nicht. Warum nicht? Und da wollen wir eben gerade ansetzen und sagen, wie kann das einfach gehen? Wie können wir den Leuten klar machen, was sie mit einem Smart TV eigentlich anfangen können? Und nun, Sie gehen mit dem Handel jetzt voran und sagen, okay, es muss jetzt, wenn man im Laden steht, muss das den Verbraucher ins Auge springen. Und da gibt es beispielsweise dieses neue Logo Smart, smarter Fernsehen. Ja, und können Sie vielleicht sagen, was jetzt damit erreicht werden soll? Naja, also wie gesagt, viele Leute kaufen Smart-TVs, nutzen aber das Potenzial dieser Fernseher gar nicht. Das heißt, sie ahnen zwar vielleicht, dass da ein Internetanschluss dazugehört, um das Potenzial dieses Fernsehers auch wirklich nutzen zu können, aber nur 2/3 der Leute oder etwa 60% haben ihr Fernsehgerät wirklich mit dem Internet verbunden. Ohne das zu tun, ist es aber mehr oder weniger ein ganz einfaches Fernsehgerät und kein Smart-TV. Er kann zwar schon mehr als ein früherer Fernseher, sie können trotzdem natürlich Bilder von ihrer Digitalkamera da drin anschauen, haben vielleicht Doppel- oder Triple-Tuner drin, also die Geräte sind schon sehr gut ausgestattet. Aber erst in der Verbindung mit dem Internet wird der Fernseher wirklich intelligent und smart. Und genau das ist, was wir den Leuten im Handel zeigen müssen, weil sonst wissen sie es nicht. Es geht also um die Anschlussmöglichkeit des Fernsehgerätes an das häusliche WLAN-Netz. Und Herr Hansen, das ist für die meisten so immer noch ein technisch ein bisschen schwieriges Gebiet, ja? Na gut, also ich meine, mehr und mehr wird es, glaube ich, normal, dass man Geräte mit seinem WLAN-Netz zu Hause, übrigens, es geht auch LAN, also Sie können es auch per Kabel anschließen, Sie müssen es nicht über WLAN machen, aber ich denke, das wird mehr und mehr normal, Geräte ins WLAN-Netz einzubinden. Herr Hansen, was gibt es Neues bei Panasonic jetzt im Bereich Smart TV? Ja, Sie kennen Fernseher bisher mit einem Startbildschirm, der ungefähr so aussieht, nämlich ein ganz normales Fernsehbild. Wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, diesen Startbildschirm frei zu konfigurieren. Das heißt, Sie sehen, das ist das TV-Vollbild, was ich jetzt hier habe. Es gibt gewisse vorkonfigurierte Möglichkeiten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, als letztes sich den Bildschirm frei zu konfigurieren. Ein Smart TV zeichnet sich dadurch aus, dass Sie sehr viele verschiedene Apps runterladen können. Das heißt, Sie können das Fernsehbild kombinieren mit verschiedenen Apps, Kalender, Skype, Facebook, YouTube, was auch immer. Aber auch HBTV-Applikationen von deinem Heimatsender beispielsweise, von den anderen Fernsehsendern, ne? Das sind Applikationen, also Apps abgekürzt. Genau, richtig. Also unter Apps, das kennen Sie von Smartphones heutzutage wahrscheinlich oder von Tablets. In diese Richtung geht der Fernseher mit dem Smart-TV-Konzept seit einiger Zeit ja auch. Und dann hat man seine Lieblings-Apps da drauf, klickt darauf, beispielsweise YouTube, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel, und dann kann man sich einfach durch YouTube durchklicken oder seinen Lieblingskanal dort immer anschauen. Genau, das können Sie also frei vorher wählen und können dann eben sofort reingehen. Das geht relativ schnell und übersichtlich. Sie müssen nicht jetzt auf den App-Store gehen, sondern durch diese Vorkonfiguration können Sie das eben sehr unkompliziert machen. Das Gerät hat übrigens, sehen Sie es nicht jetzt gerade versenkt, auch eine Kamera integriert. Das ist übrigens sehr wichtig, eine Kamera, weil wenn man ganz gerne mit Skype arbeitet bzw. das skypen möchte, dann wissen die meisten heutzutage gar nicht, dass in den neu verkauften Laptops immer eine Webkamera drin ist. Und jetzt ist es natürlich auch in diesem Panasonic Fernsehgerät drin. Das heißt, man muss zu Hause, wenn man skypen will, nicht mehr den Computer anwerfen, sondern es kann gleich losgehen mit der Oma in Australien oder... Und das auf komfortablen 55 Zoll Bildschirmen. Das heißt, Sie sitzen nicht mehr alleine davor, sondern Sie können, und das haben wir auch zu Hause schon gemacht, meine Tochter war auf Schüleraustausch, dann sitzen Sie mit der ganzen Familie auf dem Sofa und skypen ganz komfortabel mit ihr und sie hat vielleicht den Laptop angeschmissen.
Das geht prima damit. Gleichzeitig hat das Gerät aber auch eine Gesichtserkennung über die Kamera und eine neue Fernbedienung. Wenn Sie sagen My Homescreen, dann können Sie Ihren persönlichen Homescreen, also in meinem Fall würde er vielleicht heißen Ralfs Homescreen, können Sie sagen My Homescreen, dann erkennt er Ihr Gesicht und schaltet auf Ihren persönlichen vorkonfigurierten Homescreen. Also solche Komfortfunktionen sind zukünftig mit der Kombination möglich. Ja, also dann können wir nur noch hoffen, dass Sie, liebe Zuschauer, Ihren neuen Smart-TV auch wirklich mit Ihrem WLAN verbinden oder mit dem LAN. Nun sind wir hier am Stand von Metz, 75 Jahre Metz. Dr. Norbert Kotzbauer ist mein Gesprächspartner. Was gibt es denn Neues? 75 Jahre, das ist ja auch eine lange Zeit für Metz. Genau, also erstmal sind wir stolz natürlich auf 75 Jahre Metz. Denn wenn man in die Zukunft blicken will, muss man vielleicht auch erstmal in die Vergangenheit blicken. Und wenn man 75 Jahre gut und erfolgreich in der Branche war, ist es die beste Basis für die Zukunft. Dann steht ja der Name Metz für Qualität und handwerkliche Qualität auch. Und das ist auch ein Grund, warum es Ihre Geräte nur im guten Fachhandel gibt. Sie haben es vollkommen richtig gesagt. Metz steht für Qualität, steht für Langlebigkeit. Und deswegen sind alle unsere Geräte in Deutschland entwickelt und auch in Deutschland produziert. Denn Made in Germany ist für uns natürlich ein Synonym für Qualität. Und da wir Qualität transportieren wollen, machen wir das ausschließlich im beratungs- und serviceorientierten Fachhandel. Das Thema Smart TV ist ja in aller Munde und jetzt gibt es ab der Funkausstellung eine Initiative Smart TV. Das heißt, wenn ich als Kunde den Laden betrete, dann werde ich auch rein optisch durch dieses neue Logo darauf aufmerksam gemacht. Dieser Laden führt Smart TV Geräte. Wie machen Sie da mit bei der Initiative? Also wir unterstützen die Initiative Smarter Fernsehen oder Smart TV. Warum? Weil die Fernseher einfach heutzutage deutlich mehr können, als es vielleicht vor einigen Jahren waren. Und das müssen wir einfach den Konsumenten transportieren. Denn es ist nicht eine Ablehnung von Smart-Fernsehen, die wir momentan spüren, sondern es ist einfach eine Informationslücke, die wir haben. Und deswegen sind wir gerne dabei, diese Kampagne zu unterstützen. Die basiert im Endeffekt darauf, dass der Konsument beim Handel einfach die Möglichkeit hat, smarter zu Fernsehen sehen, das heißt, die Fernseher auszuprobieren. Die Fernseher sind angeknüpft ans Internet, er kann eben dort, sage ich mal, sich Videos runterladen, er kann die Mediatheken anschauen, er kann von seinem Smartphone die Bilder auf dem Fernseher holen. Es soll einfach ein Erlebnis für den Konsumenten werden, dass man das sieht, was ein moderner, wertiger Fernseher heutzutage alles machen kann. Und deswegen ist die Initiative auch ganz gut. Man muss also nicht mehr das normale Fernsehprogramm, also das lineare Fernsehprogramm nur anschauen, sondern kann die einzelnen Applikationen, die wir ja vorhin auch schon an den anderen Ständen, bei den anderen Händlern gesehen haben, kann man aufrufen und kann sich das alles zu meiner Zeit, sage ich immer, das angucken, wann man Lust und Zeit hat. Aber man kann natürlich auch die HBB-TV-Applikation nutzen von den einzelnen Fernsehsendern und kann sich in den Mediatheken Sendungen anschauen, die man verpasst hat und das bietet natürlich auch Ihr Fernsehgerät. Ne? Das bietet unser Fernseher alles und ich glaube, das ist auch von Ihnen genau richtig erkannt. Das Wesentliche ist, der Fernsehkonsument bestimmt selber, wann er was anschauen will. Er wird unabhängiger, er wird selbstständiger. Da dient eben diese ganze Smart-TV-Funktion, da dient zum Beispiel auch eine eingebaute Festplatte, die wir im Fernseher haben. Einfach alles, was Fernsehen komfortabler und individueller macht. Das war also das IFA Media Briefing. Wir wurden und Sie wurden jetzt auch informiert, was es Neues auf der Messe, auf der neuen Funkausstellung geben wird. Das Thema Smart TV wird also eine große Rolle auf der internationalen Funkausstellung im September spielen. Bei uns haben Sie es heute schon erfahren. Ja, und dann sage ich mal, gehen Sie auf die internationale Funkausstellung, gucken Sie es an oder gehen Sie ganz einfach zum Fachhändler Ihres Vertrauens.